In dem Video heute zeige ich euch, wie ich diesen Tassenteppich genäht habe, zu Englisch Muckruck. Wenn es euch interessiert, bleibt dran. Ich halte euch die Materialliste in die Kamera, damit ihr euch einen Screenshot machen könnt. Für den Tassenteppich habe ich 12 Quadrate geschnitten aus rosafarbenem Stoff, der einigermaßen zusammenpasst. So, diese 12 Quadrate lege ich jetzt so aus, dass zwei Reihen entstehen, also immer 6. Dann schaue ich mir die Zusammenstellung an, ob sie mir gefällt. Stelle es noch ein bisschen weiter nach oben. So. Einmal so. Schieb die Matte mal etwas höher, dann könnt ihr es besser sehen. So, einmal so. Und dann eine zweite Reihe. Ein wenig anders in der Zusammenstellung. Und diese Quadrate, die nähe ich jetzt zu zwei Reihen zusammen. Und zwar immer füßchenbreit. Also das erste mit dem zweiten Quadrat, dann das dritte Quadrat. Und wenn ich das gemacht habe, dann sehen wir uns wieder. Nachdem ich 2x6 Quadrate aneinander genäht habe, messe ich aus, wie lang jetzt diese Rechtecke sind. So, mit dem Lineal 30 cm. Die lege ich jetzt zur Seite und schneide jetzt aus weißem Stoff einen Mittelteil, der auch 30 cm lang ist. Und 15 cm breit. Jetzt werden die beiden Streifen oben und unten an diesen mittleren Teil genäht. Die Streifen geben nämlich den Abschluss für diesen Tassenteppich. Ich habe das Stoffstück, das zusammengesetzte, jetzt gebügelt und lege es auf Flisseline H250 und bügele diese H250 Flieseline unter das Patch, damit es am Rand nicht ausfranst. Mit einem Friktionsstift beschrifte ich jetzt den mittleren Teil. Ich schreibe mir vor, was ich also aussticken möchte. Ich habe mir einen Spruch ausgesucht
Und zwar den Spruch: Glücklich ist der, ist das Herz, das einen guten Freund hält. Das sticke ich nachher mit zweifädigem Stickgarn aus. Muss jetzt darauf achten, dass die Buchstaben groß genug sind. Glücklich ist. Sonst lässt sich das nicht gut aussticken. Glücklich ist das Herz. Komma, das einen guten Freund hält. So, jetzt werde ich noch ein paar Blümchen malen, die ich nachher entweder aussticke oder umrande. Ich könnte auch kleine Stoffstücke applizieren. Ich will mal sehen. Blümchen sind immer gut. Ja, hier noch ein. Vielleicht noch ein schönes Herz. So, so gefällt es mir jetzt schon. Ja, hier noch ein Blümchen hin. Und dann geht's ans Aussticken. Ich bin bei dem Sticken der Schrift jetzt bei dem C von glücklich angekommen und sticke weiter. Ich zeige euch, wie ich den Steppstich mache. Und zwar gehe ich ein Stückchen weiter vor an der Unterseite, komme dann mit dem Faden aus dem Stoff, gehe wieder zurück zu dem letzten Stich, und zwar genau an die Stelle, wo der Faden rauskam. So. Also es geht immer vor und zurück. Jetzt ändert sich ja hier die Richtung. Ich gehe also hier hin, also etwas weiter vor, genau in der Schreibrichtung und wieder zurück zum letzten Stich. So, nochmal ein bisschen vorgehen. Mit der Nadel auf die rechte Seite und auf die linke Seite stechen, genau an der Stelle, wo der letzte Stich geendet hat. So. So geht ihr Buchstabe für Buchstabe weiter vor im Steppstich, bis ihr die ganze Schrift ausgestickt habt. Also immer etwas vorgehen. Ich hoffe, man kann das jetzt sehen. Ein bisschen vor und wieder ein bisschen zurück. Also immer zurückgehen bis zu dieser Stelle, wo ihr vorher rausgekommen seid. Also ich gehe genau in Schreibschrift, wie man das K hier schreibt, ein Stückchen weiter vor
und dann zurück in diese Einstichstelle von dem vorigen Stich. So, wieder etwas vorgehen und wieder zurück. Wenn alles gestickt ist, dann melde ich mich wieder. So, nachdem ich jetzt diesen Spruch hier gestickt habe, habe ich mir verschiedene Sachen zusammengesucht, damit ich sehe, wie es weitergeht. Also für die Blümchen nehme ich auf jeden Fall dieses Stickgarn. Und zwar habe ich mir überlegt, also, dass ich ein Blümchen mit dem sticke, ein anderes vielleicht mit dem anderen Garn. Und auf jeden Fall kommt in die Mitte, kommt also dieses Dunkle. Und bei dem Herz, da finde ich, ist es ganz schön, wenn ich eine Applikation mache. Dazu habe ich in meinem Vorrat einen schönen Stoff gefunden, also rosa mit dunkelbraunen Vögelchen drauf. Und jetzt appliziere ich ein Herz. Dazu muss ich erst einmal aus dieser Pappe eine Schablone herstellen. Also ich knicke die Pappe einmal in der Mitte. So, und schneide dann ein Herz aus. Das mache ich also frei gusto. Lege das mal auf meinen Tassenteppich. Wenn das jetzt das andere Herz nicht genau überdeckt, ist das überhaupt kein Problem, weil die Linien, die kann man ja nachher wegbügeln. Bei den Frixion-Stiften ist es so, wenn ich also über das Gemalte nachher drüber bügele, dann ist der Stift weg und nicht mehr sichtbar. Ich finde dieses Herz hier ganz schön und jetzt lege ich das hier genau über das Vögelchen und zeichne die Umrisse auf diesen Stoff. Ja, schön, das Vögelchen ist also sehr schön in der Mitte. Und jetzt schneide ich den Stoff so etwa einen halben Zentimeter größer aus. Und wie es dann weitergeht, das zeige ich euch dann. Also ich zeige euch nur hier, dass man den Stoff etwas größer ausschneidet. Das mache ich also auch auf gut denken, ungefähr einen halben Zentimeter. Und dann zeige ich euch, wie ich die Applikation dann vorbereite. Ich habe einen Nähfaden eingefädelt, das Ende mit einem Knoten versehen und nähe jetzt die Nahtzugabe Stück für Stück nach hinten. Dazu knicke ich den Stoff. Und nähe Stück für Stück um das Herz. Mit ganz kleinen Stichen, damit ich wirklich auch alle Bögen umknicken kann. Und damit ich hier keine Ecken reinbekomme. So, also. So wird die Applikation nachher vorbereitet. Also hier muss man eben darauf achten, dass also bei den Rundungen möglichst keine Ecken
entstehen. Das ist etwas mühsam, aber die Arbeit lohnt sich, weil das sieht nachher sehr schön sauber aus. So. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wie gehe ich hier in der Mitte vor? Da schneide ich den Stoff ein Stückchen ein, nicht ganz bis an den Strich, so zwei Gewebefäden davor, ist noch ein bisschen wenig. So dass ich die Ecke da schön umknicken kann. Ich zeige euch mal, wie es geht. Und dann lasse ich da so zwei Gewebefäden stehen, so dass ich hier die Ecke ausformen kann. Wenn ich alles umnäht habe, alles umgebogen habe und festgenäht habe, dann seht ihr mich wieder. Ich habe das Herz jetzt hier auf den Tassenteppich platziert und appliziere jetzt von Hand mit einem Nähfaden das Herz auf den Stoff. Und zwar gehe ich immer unter dem Herz auf die linke Seite und komme dann auf die rechte Seite genau hier an der Kante, an der Umbruchkante. So, nach unten gehe ich wieder unter dem Herz und ein kleines Stückchen weiter komme ich wieder hier an der Umbruchkante raus. Besonders gut muss ich aufpassen hier an der Stelle, da wo nur zwei Gewebefäden sind, damit ich diese Gewebefäden auch treffe. Also nach hinten gehen unter dem Herz. Und wenn ich dann wieder nach oben komme, dann muss das genau hier an dieser Umbruchkante sein. So, jetzt ist der Faden wieder rausgegangen. Ich zeige euch gleich, wenn ich eingefädelt habe, wie es weitergeht. Jetzt geht es weiter. Ich habe eingefädelt. Die Nadel, die ist sehr dünn und das ist auch gut so, damit man die Stiche nachher nicht sieht. Ich komme also hier an der Umbruchkante, hier raus, auf die rechte Seite. Auf die linke Seite gehe ich dann unter dem Herz und komme wieder an der Umbruchkante raus. Unter das Herz gehen, um nach unten zu kommen und wieder genau an der Umbruchkante rauskommen. Unter dem Herz nach links, an der Umbruchkante, da muss man natürlich aufpassen, dass man die auch trifft. Hier schaut. Unter dem Herz nach links und an der Umbruchkante genau hier wieder nach oben. So, wir sehen uns wieder, wenn das Herz appliziert ist. Nachdem ich das Herz appliziert habe, sticke ich jetzt in die inneren Blüten die Knötchenstiche. Und zwar habe ich mir einen Faden eingefädelt, sechsfädig. Dann komme ich von links nach rechts mit der Nadel. Steche noch einmal in die Mitte
und hebe so etwa 3 Gewebefäden hoch. Also kurz einstechen, wieder rauskommen, sodass man hier 3 Gewebefäden auf der Nadel hat. Und jetzt wickele ich hier mit dem Garn 4-mal um die Nadel, halte diese Schlingen mit dem Daumen fest und ziehe den Faden ganz durch, sodass hier ein Knoten entstanden ist. So, dann gehe ich mit der Nadel nach links, nähe den Knoten fest. Hier könnte schon einer reichen, aber ich mache, ja, also so habe ich, hier reicht mir ein Knoten. Ich gehe noch einmal hier in die Mitte rein, damit die kleine Lücke hier geschlossen ist. In den anderen Blüten, die sind etwas größer, da habe ich 3 Knötchen reingestickt. Hier könnt ihr das sehen. So, jetzt wird der Faden vernäht. Hinten auf der Rückseite. Und abgeschnitten. Die Blütenblätter sticke ich jetzt mit Kettstichen. Und zwar komme ich an dem Grund eines jeden Blütenblattes erst einmal von links nach rechts. Lege eine Schlinge um das Blütenblatt, steche noch einmal hier an diese Austrittsstelle und gehe an die Spitze des Blütenblattes. Achte darauf, dass die Schlinge unter der Nadel ist. Dann ziehe ich durch und mache jetzt noch einen Befestigungsstich. Also, ich komme an der Wurzel des Blütenblattes raus, lege eine Schlinge um das Blütenblatt, gehe noch einmal hier an die Einstichstelle, komme an der Spitze des Blütenblattes raus, achte darauf, dass der Faden unter der Nadel ist, ziehe durch, da darf man nicht zu fest ziehen, und befestige das Blatt, indem ich also hier einmal um die Schlinge steche. Also an der Wurzel rauskommen, Schlinge um das Blütenblatt legen, dann wieder hier einstechen, an der Spitze kommt man raus, und befestigt dann das Blütenblatt einmal. So gehe ich jetzt bei allen Blüten vor und dann geht's weiter. Nachdem ich alles gestickt und appliziert habe,
schneide ich ein aufbügelbares Vlies, und zwar H630, genauso groß wie das Patch, das ich hier vor mir liegen habe. Also 30 cm mal, das müsste ich jetzt nochmal nachmessen, mal 24,5. Bügele das auf die Rückseite, das Vlies, habe ich hier schon gemacht. Und dann schneide ich 4 Streifen für die Umrandung, die 3,5 cm breit sind und ungefähr, ja, 37 cm lang, also 4 solcher Streifen. So, diese 4 Streifen, die nähe ich jetzt rechts auf rechts an die Kante des Tassenteppichs, und zwar füßchenbreit. Ab jetzt muss ich euch erzählen, wie es weitergeht. Denn als ich die Aufnahmen gedreht habe, hat sich mein iPad auf den Slow-Modus umgestellt. Und insofern kann ich euch nur erklären, wie es weitergeht. Also, ich habe dann einen Rückseitenstoff genommen, habe rechts auf rechts den Rückseitenstoff und die Vorderseite gelegt, habe dann genau um das Vlies rumgenäht, eine Wendeöffnung gelassen, gewendet und die Wendeöffnung zugemacht. So, und dann ist eben dieser Tassenteppich entstanden. Ich zeige aber jetzt noch einmal die Materialliste in die Kamera, denn ich hatte vergessen, euch aufzuschreiben, dass man zwei verschiedene Vliese braucht, und zwar einmal Vlies H630, das ungefähr 32 x 26 cm ist, und die Flieseline H250, circa 30 x 25 cm. Ich hätte es beinahe vergessen zu erwähnen, aber ich habe zum guten Schluss noch gequiltet. Das heißt, ich habe eine gerade Naht in diese Nähte genäht. Ich halte das jetzt mal ganz nah, sodass ihr das also gut erkennen könnt. Also Geradstich eingestellt auf 2,5 und dann in den Nähten gequiltet. Ganz davon abgesehen habe ich auch noch die Schrift etwas verschönert. Und zwar habe ich immer in diese Schleifen einen kleinen goldenen Fleck gemacht mit einem Textilmalstift in der Farbe Gold. So, das muss man dann bügeln, damit es beim Waschen nicht ausgeht. So ist der Tassenteppich jetzt fertig.